In einer Welt, in der zuerst oft die Rache kommt, schlägt die Kirche als Beispiel einen Mann vor, der mit seinem Leben die fleischgewordene Vergebung darstellt. Es handelt sich um den Märtyrer Josep Samsó Elias, der erst vor kurzem in Mataró selig gesprochen wurde. Kardinal Luis Martínez Sistach aus Spanien erklärte H2O News, die Botschaft dieses Katechisten, dem es gelang, einen Weg zur Übertragung der Inhalte des Glaubens in seine Zeit zu finden. Er wurde am 1. September 1936 während der Christenverfolgung in Spanien ermordet. Im Fall des Dr. Samsó ist die Botschaft des Vergebens und der Versöhnung dramatisch, denn er vergab, als er einen blutigen Tod erlitt. Ich glaube, dass wir auch heute noch Zeugen und Beispiele wie jenes vom Pfarrer der Kirche Santa Maria di Mataró brauchen, um mehr lieben zu lernen, um Vergebung zu lernen und das zwischenmenschliche Umgehen miteinander brüderlicher zu machen. Es handelt sich um die erste Seligsprechung in Katalonien seit dem Mittelalter. Die Messe wurde in der Pfarrei, wo der selige Pfarrer war, gefeiert, in Santa Maria di Mataró.